Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, Wetterfreunde. Hier stehen wir nun. Wir wollen den Zauberer Talgerias nun dingfest machen. Ist aber nicht so einfach. Wir haben jetzt genächtigt. Erstmal wieder reinkommen, Leute. Das ist jetzt schon wieder eine Woche her. Erstmal schauen, was ist denn nochmal das Kernproblem dieses Magiers? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, werden bevor wir ihr das agieren. Gebiet verlassen könnt. Ich habe das letzte Mal versucht hier mit. Kann ich tricksen? Kann ich zum Beispiel, ohne das Gespräch zu triggern, mal eine Todeswolke hier hinmachen? Wir können es ja mal probieren. Wir haben ja genug Ladung. Wir müssen bei weitem ja nicht mehr speichern. Na gut, das Dumme ist, ich muss es erst aufblenden. Ach so, die Tür ist zu. Ach so, okay. Dann gucken wir mal, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe. Ja, habt ihr euch das gut überlegt? Ja, jetzt hätten wir die Möglichkeit, ne? Ich helfe, wo immer ich kann. Weil jetzt hat er noch kein Schutzschild drauf und pfeift darauf, was er uns für eine Ansage machen will. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ich mach mal hier hin, wenn ich Pech habe. Okay. Schade, dass ich die Tür nicht mehr zumachen kann. Was kann ich tun? Nein, ich wollte eigentlich nicht. Ach, scheiße. Ich kümmere mich drum. Sorry für den Ausdruck, aber ich habe dadurch meine Todeswolke neutralisiert. Dabei hat das schön funktioniert. Geschützt durch Zauberabwehr. Er leidet doch, der kriegt auch Schaden. Okay, machen wir so. Easy, Leute. Easy. Laden nochmal. Ich weiß, das war jetzt doof, aber ich jetzt vielleicht mal was Anständiges will zu metzeln. Meine Todeswolke auskosten, wenn ich es schon so mache. Ach so, shit. Autosave ist gut. Autosave ist broken. Nehmen wir halt den John 2. Kriege ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln? Okay, auf ein neues. Ich hoffe, ich kann die Quest. Ich hoffe, die Quest wird trotzdem dann fertig, wenn Talgerias so stirbt. Ich kann ja kurz vor seinem Ableben mal reingucken, dann. Jo! Und dann gehe ich wieder. Obwohl, mache ich das? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Schneller als Chick-Ticker, so. Dann noch einmal bitte mit der Wolke. Nein, nicht schon wieder den gleichen Fehler, bitte. Und jetzt einfach ein bisschen warten. Und schön gucken, wie es schmerzt. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Das hat er vorher nicht gemacht. Ich hätte aber das ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, dass. Schade, ich wollte doch nichts mit Tricksen sagen. Es soll geschehen. Ja. Wisst ihr was? Jetzt könnte man ja rausgehen. Bevor der seinen Schissel macht auf uns, kommt er jetzt nach. Falls ja, sollte ich die Gruppe drehen. Die Musik bleibt, aber der Gegner kommt nicht. Okay, wir gucken uns das nochmal an. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Da ist er nun. Er ist jetzt leicht verletzt, ist ja auch nicht die Welt, ne? Gut, von hier aus sieht er uns und kann Dinge tun. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Wir hauen mal einen Feuerball raus. Ich glaube, er hat nicht sein richtiges Schutzschild drauf. Beziehungsweise er muss es halt wieder nachcasten. Mal gucken, ob Feuer durchkommt, keine Ahnung. Wusch. Oh shit, war der wieder voll geheilt? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ach, ich gehe jetzt mal zu ihm. Oh, der andere ist aber fast tot. Dieser Magier ist fast tot. Komm, hau den schnell um. Das wäre ja schon mal ein guter. Okay, den hätten wir. Jetzt nur noch ihn. Nur noch ihn. Und ich glaube, er hat gerade kein Schild drauf. Also go. Wie sieht's denn aus? Attackiert, er leidet. Oh nice, er bekommt Säureschaden von Jahera. Rein theoretisch kann man ihn treffen. Ja, sehr schön. So daneben? Aber es ist einfach gemacht, werte Freunde. Also der ist nicht mehr das Problem. Ja gut, wegen der Quest jetzt, weiß nicht. Ach, selbst wenn, ist mir doch egal. Dann steht die Quest halt als unerledigt. Ja. Wir haben es ja erledigt, wir wissen es ja. Und wir haben was Schönes bekommen. Nämlich einen Ring. Den schauen wir uns mal an. Ja, schade nur, dass so halt nie dazu kam, dass der uns Infos gibt, ne, zu Imon etc. Aber das hat er ja eh nicht gemacht. Wir haben uns ja gegen ihn abgewandt. Und das ist der Witterring.
Der Ring ist auch als Zertrümmerer der Burgen bekannt. Mit einem einzigen Befehlswort kann man die fantastische und gleichzeitig zerstörerische Kraft des Rings entfesseln. Ein fast unsichtbares Kraftfeld, das an einen Rambock erinnert, schießt aus dem Ring. Diese Kraft kann man theoretisch dazu nutzen, Gegner von Brüstungen zu stoßen oder Burgmauern zu zertrümmern. WTF? Sie lässt sich jedoch auch vorzüglich einsetzen, um einen Gegner zu verwunden. Rambock, habe ich noch nie gehört, die Fähigkeit. 5W6. Das Ziel wird vom Anwender weggestoßen. Und der Schaden ist auch immer... Das ist ja mal geil. Einmal täglich. Ah, den werden wir oft nutzen. Also der kommt hier ins Standard-Dingens. Wer soll das denn haben? Wer sollen wir das geben? Jahera? Ja, komm, wir geben es ihr. Obwohl sie hat schon besondere Ringe. Erdbeherrschung. Sanddiebring. Was das macht? Ich vergesse immer, was die können. Einmal Unsichtbarkeit. Ja gut, das machen wir eh nie. Aber andere haben noch gar keine Ringe. Ja gut, er bleibt nicht lange. Ja hier, Yoshimo. Yoshimo hat nur voll die billigen, dummen Ringe. Komm, du darfst einmal Rambock spielen. Das ist doch mal was. Cool. Cooler Ring. Okay, so, was haben wir hier? Okay, das ist nichts von Interesse anscheinend. Ups. Okay, den Schmuck können wir auch mal verwahren. So. Alles immer schön ordentlich machen. Was ist mit dem Cape? Das wollten wir verkaufen, genau. Und ansonsten passt das soweit. Schmucken in die Schmucktasche. So. Oh, du benutzt Pfeile momentan. Eispfeile. Das solltest du nicht standardmäßig tun. Okay, noch was? Jo, das war's erstmal. Okay, haben wir uns den Kampf mal wieder ein bisschen cheesy gemacht, aber warum auch nicht? Ich bin dabei. So, was ist hier noch los? Was ist denn das für ein Haufen? Eine Tür? Okay. Hier ist verschlossen. Sagt mir, was zu tun ist. Bei meinem Wenn Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen, ist nichts für die Avariel. Die Tür führt in einen leerstehenden Lagerraum. Es gibt keinen Grund zu versuchen, die magischen Siegel zu brechen, nur um die Tür zu öffnen. Lässt du das bitte mich entscheiden? Ich will da trotzdem rein. Das ist ja mal frech, ey. So, was soll das für eine Tür sein? Okay, schauen wir uns gleich an. Jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Hier ist noch eine Tür, mal gucken, ob die aufgeht. Die geht auch auf. Oh, das sieht wieder wichtig aus. Oh shit, das sieht tödlich aus. Ich gehe mal zurück. Nur ein Feuerelementar? Hätte ich die Eispfeile mal lieber drin gelassen, ne? Aber ich denke, das kriegen wir hin. Okay, auf wie ein höheres Feuerelementar. Bist du hierher gekommen? Okay, das wird kein Problem sein. 10.000? Ja gut, von euch hätte, glaube ich, gerne noch mehr. Also... Ja gut, dann gehen wir schon mal... Oder ist hier noch ein Weg? Nee, ne? Nur Fenster. Okay. Absolute Dunkelheit da draußen. Da bringen die Fenster auch nicht viel. Na gut, dann gehen wir mal hier durch, ne? Schauen, ob es noch mehr gibt. Hm, was bist du? So ein Amphit schon wieder. Okay, die sind ja nicht so schlimm. Oh shit, was ist das für eine bunte Mischung? Djinn? Ein adliger Ifrit? Okay, das könnte vielleicht doch ein Problem werden. Egal. Wow, ja, okay, alles klar. Geh halt auf meine Magierin. Yo, was ist denn hier los? Okay, Rückzug. An der Tür kämpfen. Nicht so viel auf einmal. Aber lass doch mal jetzt Ari in Ruhe. Was ist das für ein kranker Zauber? Stopp, hier angreifen. Das ist nicht gut. Aber gut, wer hätte gedacht, dass da so ein Haufen auf einmal kommt. Geh du mal weg. Das wird nichts, Leute. Das war jetzt ein richtig böser Überraschungsangriff hier. Viel zu viele. Oh shit, schaut euch die Gruppe an, ey. Das, ja, jetzt sieht es so aus, als würden wir es nochmal hinbekommen. Vielleicht, wenn ich schnell eine Gruppenheilung spreche. Könnte es probieren.
ist jetzt jeder ziemlich angeschlagen. Ah, da war es eben. Mal gucken, ob das noch gut geht. Okay, die Heilung kam durch. Immerhin. Dann lasst uns das doch noch durchziehen. Ich glaube, der Djinn ist nicht nachgekommen, oder? Ich sehe nur die... Ach doch, der Ifrit ist auch kein Djinn, ist ein Ifrit. Jetzt haben sie aufgehört, diese lästigen Zauber zu machen. Immerhin. Sag mir, was zu tun ist. Hopp, greift mal weiter an. Ich werde in der Zwischenzeit noch Dingen zahlen hier. Nur um sicher zu gehen. Wenn wir vorzeitig heilen, dann müssen wir das nicht mit Tränken kompensieren. Ja, das war gerade gut, dass hier die Heilung kam. Nämlich schon wieder neuen Schaden bekommen. Unverletzt? Ne, dann mache ich erst den anderen. Den verletzten Salamander. Dann ist es nur noch der Ifrit. Ah, shit. Nochmal ihn heilen? Ich helfe, wo immer ich kann. Ich würde sagen, ja. Große Heilung auf Yoshimo, bitte. Come on. Sehr gut. Ich glaube, wir haben nur noch den Ifrit, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Ey, mach doch mal deinen Rambock hier. Wie wär's? Ich will mal sehen, wie der da noch weggeschleudert wird. So, Rambock auf den Typen da. Los geht's. Ja, das hat ihn umgelegt. von Yoshimo. Ach nee, John war's. 11.000 Erfahrungspunkte. Ja, nice. Wir leben noch, Leute. Wer hätte das gedacht? Das war ein lustiger Kampf. So. Die Dienerin der Natur ist bereit. Jetzt sind wir natürlich doch wieder in der Heil... in der Heilphase. Aber das haben wir gut gemacht. Er wird ganz schön happig hier auf den unteren Ebenen. Die ja wohlgemerkt auch optional sind. Wir könnten ja in Proben unseren Bossi machen, aber den heben wir uns mal schön auf, ne? Und deswegen müssen wir uns hier noch ein bisschen voll heilen. Wie wir es so oft immer tun. Helf mal mit. Dann geht's schneller. Vor allem John, der braucht immer so viel. Ich warte auf euren Befehl. Das ist wesentlich aufregender als Räder zu erfüllen. Immer schön die Heilung, Trophäe. Ja. Das sieht gut aus. Ich zähle mich zu den. Und das sollte reichen. Dann auch, wenn ich keine besondere Ausbeulung genossen habe. So. Da wollen wir mal gucken, was wurde denn hier so streng bewacht, sagt mal. Da ist etwas. Oh shit, ja, das sind Fallen. Super, gut, dass ich gerade gespeichert habe. Ah, ein böser Raum. Ihr könntet mich mal putzen. Ich hoffe, ich das gar stellt euch mal hier hin. Ich denke, ich bin soweit. Du guckst. Ich kann aber auf einer Nadelspitze tanzen. Aha, dieses kleine Ding, fies. Okay, mach das mal weg. Sind hier überall solche Fallen? Schau nochmal. Oder war das jetzt das Einzige? Trockene Hitzewellen, die von diesem Gerät ausgehen, pulsieren durch den ganzen Raum. Da mag es jemand schön warm, ha? Ein stinkendes Loch des Bösen. Ey, das ist schon wieder sowas, wie wir oben gesehen haben, diese Schmelzofen. Okay, hier ist noch was. Okay, nochmal gucken. Okay. Dann war es das wohl hoffentlich. Und wir haben hier etwas gesehen. Ich kümmere mich drum. Oha, das haben sie also bewacht. Was ist das für Zeug? Das sieht hochinteressant aus. Vor allem das da. Zu weit entfernt. Ja, dann komm mal her, Mädel. Kommt, traut euch hier rein. Kommt in die warme Stube. So. Okay, schau dir das mal an. Das.
Und dies. Und jenes. Und das. So, okay. Unverwundbarkeit, Seelenrüstung, okay, nice, weg, tschüss. Feuerpfeile, hallo, tschüss. So. Das Schild der fallenden Sterne plus 1. Ilmata selbst verzauberte diesen Schild, nachdem er Zeuge der Bereitschaft eines jungen Knappen geworden war, unsägliche Schmerzen für das Wohlergehen seines Pferdes auf sich zu nehmen. In einer erbittlichen Schlacht zwischen einer Kavalierdivision der Menschen und einer Horde von Hobgoblins wurde der junge Mann losgeschickt, um Verstärkung zu holen. Ein Pfeilhagel ging auf ihn nieder, der fast die Sonne verdunkelte, und er wusste, dass auch wenn er selbst den Pfeilen würde ausweichen können, er dennoch verloren wäre, wenn sein Pferd fiel. Mit seinem Schild und seinem Körper fing er die Wucht des Angriffs ab und wurde dabei tödlich verwundet. Sein Pferd blieb unversehrt, was ihre beide Flucht ermöglichte. Seine Leiche wurde in die nächste Stadt getragen, wo man ihn wieder zum Leben erweckte. Ja, super. Das ist ja gut. Er kam -2, zusätzlich -4 gegen Geschosswaffen. Ja, ist ganz cool, ne? Aber wer trägt denn von uns nochmal Schilde? Tatsächlich der Herr, ne? Und sonst glaube ich niemand. Zweihänder unterwegs, Zweihänder Speer. Shimo. Was ist denn deine Ausrede eigentlich? Haben wir dich mal auf Schild gedingst? Oder auf was haben wir dich gemacht? Habe ich bestimmt schon 1000 Mal nachgeguckt. Ja, Einhänderkampfstil. Deswegen trägt er kein Schild. Aber bei Jahera haben wir Schild und Waffe, ne? Ja, genau. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Also einzige Schildträgerin ist ja Jahera. Ja, guck dir das mal an hier, ob das was für dich ist. Und was kann dein Schild? Schild der Harmonie +2. RK -3. Kein Schutz gegen Geschosswaffen. Es hat ein... Achso. Ah ja, gut. Der Träger ist immun gegen Bezauberung, Verwirrung, Beherrschung. Ja gut, dann hat dieses Schild definitiv gewonnen. Also können wir das verticken. So, nächstes. Feuerstecken einfach nur. Ah ja, Feuerstecken +2. Niederes Feuerelementar mit 8 Trefferwürfen beschwören. Rotes Feuerschild. Moment mal. Wird der Anwärter aus höchsten 1, leitet der Angreifer. Okay. Wird ein Feuerelementar getroffen? Wird dieses sofort zerstört? Ach so. Nicht unser, sondern wenn wir damit treffen, nehme ich mal an. Interessant. Feurige Angelegenheit, dieser Stab. Aber er ist nicht so gut wie das, was wir haben. Der Luftstecken. Moment, das ist ja eigentlich das gleiche, nur mit Luft, ne? Schlafgas erzeugen. Luftelementar. Wird ein Luftelement, wird auf, ist halt das gleiche, nur ein Feuer, ungefähr. Ja, gut. Je nach Situation vielleicht praktisch, ne? Aber ist jetzt auch nicht so meins. Naja, lass mal. Soll es immer gut sein. Sag mir, was zu tun ist. Ja, okay, nice. Sonst? Ist schon geschehen. Noch irgendwas zu tun? Da geht's weiter, okay. Es muss weitergehen. In unserer schönen Kuppel. Ich bin mal gespannt, ob es noch eine Etage gibt. Okay. Go. Mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Der Ausgang. Hä? Ist das schon Ebene 3? Dann müssen wir nochmal zurück, Leute. Yeah, ganz schön groß, ne? Hätte man so gar nicht gedacht. Müssen wir erstmal gucken, was hier ist, würde ich sagen. Bevor wir hier schon wieder eins runter gehen oder hoch oder was auch immer. So. Na, schauen wir mal. Aha, da erwartet mich schon etwas. Ein Eissalamander. Ach, wir hatten jetzt den Feuerraum, jetzt kommt der Eisraum oder was? Warte mal, wir lassen kommen. Nicht, dass das wieder so viele sind. Hast du mich nicht erkannt? Doch, okay, dann komm mal her. Komm. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstwert. Schick sie rüber zu mir! Ich bin noch nicht fertig! Okay, das ist natürlich, wenn man sie einzeln macht, sehr einfach. Mal gucken, ob wir noch mehr pullen können. Gute Idee, das hier zu übertragen.
bestimmt noch mehr. Guten Tag. Ja, zwei nehme ich auch. Ist okay. Kommt in die Falle. Hallo? Ah, ich dachte schon. Sehr gut. Wenn du kein Fernkämpfer bist, dann musst du kommen. Oh, wir sind so schnell. Wir schaffen das sogar, bis der Letzte da ist. Wunderbar. Bist du? Richtig krass, was wir jetzt mittlerweile raushauen, ne? So an Schaden. Ich finde das krass. So. Nochmal gucken. Hallo? Item fehlt. Okay, ja, gerne zwei auf einmal, bitte. Ja, ist schön, wenn ihr zaubert. Echt toll. Hopp, komm an. Come on, schon. Ja, gut, ne? Ich gehe jetzt rein. Ich gehe jetzt rein, egal was da noch ist. Ein Eistroll oder was? Ein Schneetroll, wie süß. Ah, lass es. Ah, der kommt nicht. Der macht seine Zauber, ne? Ah, das geht nicht. Okay. So. Wenn wir einen Feuerpfeil brauchen für den, ne? Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, der Troll hält ein bisschen mehr aus. So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Hopp, leg dich hin. Okay, er ist down. Er ist sogar richtig down. Heute wird er unser sein. Gut. Das lief doch ganz gut, oder? Wieso ist jetzt eigentlich sofort tot? Ich dachte, ich brauche Feuer. Mit was hatte der noch Schaden bekommen? Eis, Silber, Yoshimo. Hä? Ah, hier. Ach, Säureschaden. Er ist von der Säure gestorben. Das geht auch. Das ist cool. Ach, nee, nicht schon wieder. Mann, immer diese Kackfallen. Langsam nervt. Aber habe ich das gerade richtig gesehen, was dass die nochmal... Ist die immer da? Ausweichen. Kann ich die jetzt noch... Tatsache, die ist immer da. Dann mache ich die mal weg. Und so. Gut. An einem ja, Schaden. Ort müsst ihr bei jedem Schritt wachsam sein. Dunkle, finstere Magie wird von derartigen Höllengruben angezogen wie ein Fliegenschwagen. Alles klar, Waliga. Ja, da ist wieder einer. So. Schauen wir hier noch. Ups. Bleib du mal hier. Mann, ich will, dass du da stehen bleibst und ich mir das Teil anguck. Reine Kälte scheint von einem zischenden Gerät auszugehen. Geil. Das wird mein Hobbyzimmer. Genau mein Ding. Ja. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Was soll ich tun? Hm. Krasses Zeug, was wir hier bekommen. Gefällt mir. So. Weil hier natürlich nur der Helm interessant ist. Mal schauen, was der kann. Eispfeile, hallo. Elastische Kugel, whatever. Was macht man jetzt mit dem Stab? Verkaufen oder behalten? Ich werde ihn mal behalten. Für den Fall der Fälle. Das Geschenk des Friedens, Abwehrhelm, Geschenk des Friedens. Gepriesen für seinen edlen Ursprung ebenso wie für seine Nutzung für den Träger, war dieser Helm zunächst lediglich als Geschenk gedacht. Es gab weder eine große Krise, noch musste eine gefährliche Bedrohung beseitigt werden. Der Helm war schlicht und einfach ein Geschenk unter Freunden. Es hätte ebenso ein gutes Buch oder eine Flasche Wein sein können. Aber Abenteurer denken eben bei der Vergabe des Geschenkes weitaus praktischer. Der Helm war seit seiner Erschaffung Zeuge vieler großer Schlachten. Aber er ist stets für die ihm zugrunde liegenden Tugendhaftigkeiten in Erinnerung geblieben. RW-1, Feuer und Kältewiderstand jeweils und Elektrizität 20% jeweils. Und Schuss vor kritischen Treffern. Ja, ist ganz nett, ne? Ist auf jeden Fall besser wie ein Helm, der gar nichts kann. Immun gegen Bezauberung. Der bleibt auf jeden Fall bei ihr. Die hat einen guten Helm. Yoshimo. Heute ist dein Tag, Kumpel. Ach, der will gar keinen Helm anziehen, okay. Er hätte Bock. Ja, aber du bist ja hier nur mal kurz da, ne?
Aber alle anderen haben gute Helme. Ich habe einen komischen Ei auf dem Kopf, also dümmer kann es eigentlich nicht sein. Edfo minus 1, Trefferpunkt um 10%. Ja gut, das ist schon geil, ne? Das lasse ich auf jeden Fall mal drin. Ja, dann soll er halt den Helm bekommen. Aber den ziehst du natürlich aus, bevor ich dich sonst wohin schicke. Bitteschön. Okay. So. Sagt mir, was zu tun ist. Dann auf zur nächsten, ne? Schon geschehen. Denn hier ist noch nicht Schluss. Wir haben noch eine Tür. Wahrscheinlich die letzte. Okay. Mal gespeichert und los geht's. Was kommt jetzt? Der Elektrizitätsraum? Damit es überall geblitzt dingst, ja? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Jetzt kommen wir wieder dahin. Okay. Lass uns mal eben Aerie heilen, weil irgendwas kommt da bestimmt, irgendwas Böses. Die Großes. Der Natur ist bereit. Ich muss da ja nicht so schwächeln. Kriege ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln? So. Haben wir noch große Heilungen? Nee, ne? Was kann ich tun? Immer diese Rumheilerei, aber was willst du halt machen? Was muss, das muss. Ja. Mal so an alle Baldur's Gate Fans. Ich nehme an, wenn ihr das guckt, dann seid ihr Baldur's Gate Fans. Wir spielen im Stream momentan Planescape Torment. Und zwar meistens montags gegen 17 Uhr. Dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Wie war sie so, eure Familie? Muss ich die Geschichte schon wieder erzählen? Ich wuchs bei Gorion in Kerzenburg auf. Er ist der einzige Vater, den ich kennengelernt habe. Ich verstehe. Er ist also ein guter Mann, ja. Ein sehr guter Mann sogar. Er ist gestorben, leider. Er ist schon ein paar Monate her. Ein gewisser Sarvok hat ihn getötet, als Gorion versuchte, mich zu schützen. Ah, er ist tot. Mein Beileid. Es ist bitter, ohne Vater leben zu müssen. Was ist mit eurem Vater? Was geschah mit ihm? Mein Vater wurde krank. Meine Mutter erkannte viel zu spät, was sie versäumt hatte. Ihre magischen Versuche, ihn zu halten, machten ihn aus ihnen einen Untoten. Eine gemeine Imitation dessen, was einst mein Vater war. Sie war von der Vorstellung besessen, sich ihm in seiner nicht lebenden Existenz anschließen zu können. Ich war leider gezwungen, sie beide zu töten, damit sie endlich Frieden finden konnten. Aber ich muss mich ja anhören wie ein kleines Kind. Genug, John. Wir sollten unsere Reise fortsetzen. Ja, ja. Du hast mich beim Heilen gestört, Junge. Zeit. Was fällt dir ein? Okay, hier sind wir durch. Ja gut, die kleinen Fitzel lassen wir jetzt erstmal. Schauen wir erstmal, was hier kommt, ne? Yoshimo, guckst du mal? Meinen Rat, nicht wahr? Luke. Ja? Ich hab keinen Bock, hier in irgendwas zu treten. Ach Gott, die Gruppe splittet sich. Das ist wirklich der Elektrizitätstraum. So wie das aussieht. Aber ohne Feinde. Ich hab nichts gesagt. What the fuck? Leute. Ach shit, ey. Hier ist ja richtig dumm zu kämpfen. Warum müssen hier alles so eng und dumm? Ja, boah, nee. Nee. Was ist denn jetzt los? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ja, dann sammelt ihr das euch. Gebiet verlassen könnt. Eri ist tot. Habt ihr echt geil hinbekommen, Leute. Echt, also. Okay. Plan, schlag mich tot. Ja? Wir werden erstmal die einen. Ja, die sind einfache Schienen hier, ne? Hier war das doch. Jetzt haben sie keinen Bock mehr zu kommen. Erst wenn ich in die Mitte gehe, ne? Was ist das für eine Maschine? Ich kann da irgendwas dran machen. Die pulsierende Fleischmasse scheint die Energieversorgung für die Sphäre darzustellen. Ihr werdet eine Möglichkeit finden müssen, sie wieder aufzuladen, wenn ihr nach Adkatla auf der materiellen Ebene zurückkehren wollt. Ach so, das ist unser Ausgang quasi. Okay, ich benutze das mal. Ah, nein, kann ich anscheinend nicht, okay. Warum kommen jetzt keine Gegner? Wahrscheinlich bin ich noch nicht weit genug gelatscht.
Das ist auch das Einzige hier. Ja gut, ich habe keine Möglichkeit, ne? Ich warte. Vielleicht müssen wir hier hin, wenn wir den Typ... Ja, wenn wir den Typ getötet haben, müssen wir wahrscheinlich das sowieso alles hier machen. Und müssen dahin, um zurückzukehren. Aber das geht wahrscheinlich erst, wenn der Typ tot ist. Und das könnte schwierig werden mit einem Dutzend Golems. Ja. Ich kümmere mich drum. Ich meine ja nur. Warum kommt ihr jetzt nicht? Jetzt kommt einer, und zwar da hinten. Okay, schnell zurück. Mir ging es ja darum, dass die Gruppe sich jetzt, dass die schnell beim Ausgang steht, wenn es hier losgeht. Aber jetzt kommt irgendwie nur einer. Hat der uns jetzt gesehen? Mal abwarten, ob er gleich kommt. Lehmgolem. Ja, ihr habt doch geschrieben, Golemmer, Golems. Kann man nur mit stumpfen Waffen. Sag mir, was zu tun ist. Mit stumpfen Waffen beschädigen, ist was ja irgendwie auch Sinn macht. Und dass Jahera die im Alleingang gemacht hat. Sieht man mal, wie stark die ist. Ah, da kommt er. Oh Gott, warum müssen die eigentlich immer so schnell sein, sagt mal. Was ist denn mit euch? Okay, Jahera machen fertig. Klopp ihn nieder. Erstmal hier durchkommen, die gute. So. Ja, dann können natürlich auch Pseudo angreifen. Zauber bringen ja gegen Golems nichts, ne? Okay. Hier sehen wir es auch. Ja, immer der geile Säureschaden, der noch dazukommt. Der Hera hat echt die geilste Waffe momentan. Also, wir müssen uns ja Heras Waffe nochmal angucken. Die rockt ja das Feld hier ohne Ende. Das Schwarzblut plus 3. Säureschaden. Ja, ist halt mal... Ne, ich hab's von Anfang an gesagt. Wenn wir mal eine Keule haben, dann wird's... der Hera so richtig abgehen, und siehe da, sie hat endlich eine. Sag mir, was zu tun ist. Ja gut, jetzt brauche ich die Heilung. Hat jetzt echt nur der Hera Schaden gemacht, sonst niemand. Kritischer Treffer. Also John hat definitiv keinen Schaden gemacht, genauso wie Minsk war immun gegen meinen Schaden und Valigar war immun gegen meinen Schaden. Ja, aber Valigar macht einen kritischen Treffer, toll. Kritischer Treffer. Die Rache ist mein. Ja, das hat gewirkt. Ja, das ist krass. Die Ariera macht es jetzt einfach ich alleine. Warte auf euren Befehl. Der Rest guckt zu. Naja, gut. Der Rest muss ja auch in dem Sinne dabei sein, weil wir den Schaden verteilen müssen. Wenn alles auf Ariera gehen würde, hätten wir ja auch ein Problem, ne? Ja. So, und dann sind wir schon wieder leer gebrannt, was Heilung angeht. Das geht ja wieder mal sehr schnell. Minsk und Bo, allzeit bereit. Aber irgendjemand hat er doch noch, du, ne? Ich bin noch immer da. Auch du musst mir deine Heilung geben. Alles in den John. So, gut. Hat abgebogen. Und go. Das war's. Ja gut. Gruppe nochmal einigermaßen wiederhergestellt. Dann gehen wir am besten mal mit Jahera rum. Ich könnte mal gucken. Wenn jetzt wieder nur einer kommt, muss ich vielleicht nicht unbedingt gleich rückwärts gehen. Sondern kann den gleich vermöbeln mit ihr. Auch wenn ich auf die blöden Golems ein... Das ist interessant. Die kommen, wenn man da durchlaufen will. Dann kommt dieser bedenkliche Haufen. Aber diesmal können wir schnell weg. Ihr müsst eure das Gruppe sind nämlich halt sammeln, auch ein bisschen stärkere. Bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Das sind stärkere Golems. Lass uns aber hier wenn kämpfen. Es denn sein muss. Falls sie überhaupt kommen. Oh, das ist unangenehm, ey. Unangenehme Golems. Der hat einen Schlag gemacht. Und ich habe so viel verloren. Holy fuck. Wie soll man das denn schaffen, wenn nur einer richtigen Schaden macht? Ich könnte Feuerelementare rufen. Aber das müsste ich hier machen, und das ist auch blöd, ne? Gucken. Alter, und dann noch dieses... What the fuck? Okay, ich glaube, da haben wir ein Problem, Leute.
Aber ich werde mal Feuerelementare machen. Gegen die. Da brauche ich jetzt allerdings den zweitletzten Quicksave. Wir wissen jetzt, wo die erscheinen. Ich hoffe, das bringt was. Deswegen lasst uns alle mal ein bisschen hier rüber gehen. So, und jetzt rufen wir Feuerelementare. Die sollten ja hoffentlich Schaden machen. Feuer sind... Ach, die gehen... Kann auch sein, dass die immun sind, ne? Gegen Feuer? Wir müssen es einfach probieren. Probieren und hoffen. Ja? Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja, da noch eins. Okay. Ich kurz helfe warten, immer, bis schon erledigt. Sie wieder on top ist. Jetzt wird die mit einem Schlag getötet, hätte ich keinen Bock drauf. Na hopp. Okay. Was kann ich tun? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. So, und jetzt? Wer bist du? Okay, perfekt, dass die da steht, weil die macht ja auch Damage. Jetzt schicken wir ihm mal die Viecher triggern und gucken, wie das funktioniert. Oder, ach Gott, meinetwegen geh du dahin. So, Achtung. Ja, das sind sie. Und schon sind sie im Kampf verwickelt und das sieht nicht gut aus, Freunde. Mein Feuerelemental ist jetzt schon fast am Arsch. Scheiße. Das ist halt auch der Kack, dass wir mehrere hier triggern. Ja, das... Ja, mal gucken. Wobei, der eine Golem ist auch kaputt. Aber es ist jetzt auch nicht der große erschienen. Zumindest noch nicht. Ich will mich jetzt gar nicht so weit vorbewegen, sonst... Kacke, ey. Heute wird der Ruhm unser. Ich hoffe, der Hera kommt da ran. Da kommen die nächsten Golems. Aber das war gut. Wir haben immerhin ein paar getötet. Das war eigentlich ganz gut. So, jetzt drehen wir uns um. Ja. Vor allem mit Yahera. Okay. Wo wollt ihr hin? Nee, nee, nee. Ihr könnt euch jetzt nicht trennen, Leute. Ja, das sollte funktionieren. Okay. Das sind noch drei normale Golems. Immerhin. Ich bin dabei. Dann versuchen wir uns hier den Weg frei zu kämpfen. Nein, ach, ich hasse... Oh, shit, da kommt der Große. Ich kann euch gut verstanden. Shit, 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 nein. Okay, ich weiß, dass ich das nicht überlebe. Ich will aber wissen, ob die Feuer-Damage bekommen. Müssten sie ja eigentlich. Haben ja auch beim Feuer-Elementar Schaden bekommen. Ich muss es jetzt wissen. Dann habe ich da eventuell noch was anderes vor beim nächsten Versuch. So, wie sieht's aus? Leitetraum. Oh Mann, oh Mann. Magiewiderstand. Rettungswurf gegen... Das waren wir selbst. Hm, sieht nicht danach aus, ne? Aber irgendwas ist auch noch gestorben. Aber ich glaube, das war durch was anderes. Der Feuerball hat, soweit ich das sehe, nichts gerissen. Holy shit. Was machen wir gegen diese Golems? Wir müssen auf jeden Fall versuchen, rauszukommen. Leute, kommt raus. Kacke, ey. Ich hab Schiss vor diesem Raum. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann doch jetzt nicht 10.000 Mal schlafen, um da irgendwas zu reißen. Shit. Wie unangenehm. Ey, so viele auf einmal aber auch. Die Gruppe ist jetzt schon so gut wie kaputt. Und irgendwie sind sie langsam. Die ruckeln ja richtig. Naja gut, die haben da so ein Symbol. Wahrscheinlich deswegen. Sind wahrscheinlich nur die paar Beine gebrochen oder so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben ja auch die Feuerelementare wie nichts weggeschlagen, ne? Ja, hilft alles nichts. Wir müssen gucken, dass wir die nach und nach kaputt kriegen. Werde ich mich hier halt totschlafen. Ja, jetzt ständig mit Heildrängen ist auch nichts. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal schlafen, denn wir haben viele Zauber benutzt. Das muss halt sein. So. Einfach 16 Stunden gepennt hier. Ja. So muss das.
Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nach und nach was tot kriegen hier. Anders geht's ja nicht. Wenn das unser Ausweg ist, dann müssen wir das cleanen. So, dass wir jetzt zum Beispiel wieder einen kleinen schaffen. Oder bestenfalls zwei. Einfach letztendlich mit einem Plus rausgehen, wisst ihr? Ja, die sind ja nicht das Problem. Come on. Come on. Es dürfen nicht so viel auf einmal werden. Hopp, den noch, Leute. Komm, bitte. Verdammt. Okay, raus, raus. Heldenhaftes Kämpfen hier. Ich weiß, ich weiß. Und jetzt heilen wir uns erstmal. Dann machen wir weiter. Dann machen wir die zwei hoffentlich kaputt. Das wird schon noch. Das wird schon noch. Wenn der große Riesengolem dann ganz alleine dasteht, ja, er wird trotzdem ein Problem sein. Aber ein lösbares. Irgendwie, hoffe ich. Außerdem kann ich dann wieder Feuerelementare machen. Wurde aber auch Zeit. Ganz schön brockig. Und wieder am blöden rumheilen. Hier, ich wollte fast heulen sagen. Das trifft wohl auch. Oh Mann. Haben wir noch eine große Heilung, aber die ist gerade übertrieben. Brauchen wir nicht mehr. Mittlere Heilung passt schon eher. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, kleine Heilung. Okay. Was kannst du? Ich warte auf euren Befehl. Ich heile hier mehr, als dass ich kämpfe. Aber was willst du machen? So, okay. Sag mir, was zu tun ist. Nächstes Ziel, die zwei, die vor uns sind, verprügeln. Ich bin bereit. Das ist der einzige Vorteil an diesem Ding, dass wir zwei verschiedene Eingänge haben. Dass der andere jetzt links steht und es nicht so ganz mitkriegt, dass wir da unten kämpfen. Das finde ich ganz gut. Das kann man taktisch sehr nutzen. Wenn man jetzt nur eine Tür hätte, wäre das ein deutlich größeres Problem. Okay, let's go. Macht ihr auch was oder guckt ihr nur dumm? Okay. Okay, einer ist down. Wir hauen wieder ab. Wir müssen Valigar heilen. Wir warten die Verletzung natürlich wieder ab. Ich kenne da nichts, Leute. Ich kann mit reinem Gewissen hier cheesy spielen. Das ist mir sowas von wurscht. Hier. Es ist ja anders auch gar nicht schaffbar. Das ist wirklich alles langsam, auch der Zauber. Oh mein Gott. Slow-mo. Na, jetzt ist wieder gesund. Zum Glück heilt das immer ganz schnell bei denen. Bei unseren Helden. Mein Gott, und schon ist gleich die ganze Heilung wieder weg. Ich bin bereit. Sie ist bereit. Braucht ihr etwas? Ich brauche deine Heilkünste, aber du hast keine mehr. Schäme sie sich. So. Okay, auf zum nächsten, ne? Los geht's. Wir sind dabei, den zu vermöbeln. Blub hat's gemacht, Leute. Blub. Sprecht frei heraus. So, wir bleiben hier schön stehen, damit der Große nicht kommt. Und holen hier Feuerelementare dann. Und wenn die nur den Schaden abfangen, das reicht ja schon. An einem derartigen Ort müsste bei jedem Schild wachsam sein. Dunkle, finstere Magie wird von derartigen Höllengruben angezogen wie ein Fliegenschwaden. Ja, ja, laber nicht. Laber nicht, mach was. So, ist natürlich die Frage, kriegt der überhaupt Damage, ne, der Große? Der große Hühner. Und ist er jetzt wirklich alleine da auf der Seite? Das wissen wir auch nicht 100%. Trotzdem versuche ich mein Glück nochmal damit. Und holen das hier. Ja? Kannst gleich nachlegen. Mal schauen, ob der Golem schon kommt. Anscheinend nicht, okay. Sag mir, was zu tun ist. Ich mache mal nur mit Jahera vor. Unterwegs.
So, dann geht mal. Muss ja irgendwo hier stehen. Hätte ich auch gemacht. Ja, da ist er. Und es sieht aus, als wäre er alleine. Und Damage kriegt er auf jeden Fall. Aber wir helfen dem den Feuerelementaren jetzt, also der Hera hilft. Der Rest kann ja eh nicht groß was machen. Okay, los geht's. Vielleicht reicht das ja schon. Okay, das sieht gut aus, Leute. Dadurch, dass wir diesen Damage nicht bekommen, was die Feuerelementare jetzt erdulden müssen, können wir das schön ausnutzen. Da ist er down. 13.000 gab das. Schickt sie rüber zu mir. Ich bin noch nicht fertig. So, eigentlich sollten wir abspeichern können. Ja, okay. Wir checken die Lage mal weiter mit dem Dreiergespann. Ob da hinten könnten noch welche gewesen sein. Schauen wir mal. Das hat jetzt richtig Bock gemacht. Okay, irgendwas höre ich ja noch schon raunen. Oh, noch ein großer Shit. Aber das ist gut, wenn er jetzt den Kleinen angreift, weil der ist noch voll und ganz da. Okay, los geht's. Ich hoffe, alle kommen ran. Ja, das sieht gut aus. So viel zum Thema, dass wir Angst vor denen haben müssen. Aber ich bin auch relativ dankbar, dass wir den Schaden nicht bekommen. Weil die Elementare halten ja im Grunde viel aus. Die Dienerin der Natur. Und eins ist sogar dabei gestorben. So, jetzt noch in die Ecke. Mal schauen, da geht's noch weiter, ne? Oh, da ist was. Ich habe ja gespeichert, wenn es eine Falle ist. Shit, halt ist. Yep. Okay. Sehr schön. 6666 Gold. Mhm, alles klar. Nee, lass gut sein. Ich will's nicht. Ich will raus. Oh, Mann. Wie kommt man denn aus dem Menü raus, wenn man was nicht will? Hilfe. So. Dürfte ich jetzt? Wieso geht Escape nicht? Hey, das Problem hatte ich schon mal. So, jetzt geht auf einmal Escape. Laden. So. Die Dienerin schon erledigt. Yoshimo, ich denke, ich kann aber auf einer Nadelspitze tanzen. Ja gut, hat man das geschafft hier. Coole Kämpfe, muss man ja schon mal sagen. Ach, John, du kannst ja auch gleich kommen. Ich hoffe, das bringt was. Was braucht ihr? So. Ich bin ein Fachmann im Ausland. Mach Lugi Lugi und mach das Böse weg. Leichtfüßig und so. Dankeschön. John, sag mir, dein was Part zu tun ist. Ich kümmere mich drum. So, noch ein geiler Ring. Muss gleich mal gecheckt werden. Und deine Streitaxt. So. Ist schon das war's, ne? Oder ist da hinten noch was? Nee, ne? Kommen wir eh nicht hin. Ja, und auch wenn die jetzt tot sind, ich kann hier noch nichts bewerkstelligen. Wahrscheinlich, weil noch der Boss fehlt. Okay, nice. Wir haben diese Golems besiegt. Ja. Das ist doch schön. Jetzt können wir gehen. Ich bin dabei. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, was ist jetzt das Problem? Gut. Feuerelementar leider zurückgelassen. Denn wir wissen ja, es benutzt keine Treppen. So. Wir haben noch hier was zu identifizieren. So, schauen wir mal. Das ist ein Magieschlechter, ein Magierschlechter. Balas Axt, der Magierschlechter. Bala war ein stets missmutiger Prinz eines Clans der Großzwerge, der von einem grausamen Elfenmagier in Tesk gefangen genommen und versklavt wurde. Bala war zwar nicht ganz so feige wie der gewöhnliche Gossenzwerg, dafür aber erheblich schmutziger und abstoßender als der Durchschnitt. Als seine Gefangenschaft unerträglich wurde, kroch Bala in den Schlafsaal des Magiers und schlug dem Elfen den Schädel ein. Manche behaupten zwar, Bala habe ein Magier mit seinem Körperausdünstungen erstickt, aber es war tatsächlich die magische Axt des Gossenzwerges, die die arkanen Abwehrzauber des Magiers überwand. Die schlampige Verarbeitung ist Beweis dafür, dass es Bala selbst war, der die Axt hergestellt hat. Das wahre Geheimnis aber ist die Frage, woher die Macht der Waffe stammt. Nach einer langen Karriere als Magiertöter starb Bala, ohne dieses Geheimnis preiszugeben. Nicht einmal den wenigen Neugierigen, die mutig genug waren, die völlige Verlausung zu riskieren, indem sie in seinen Heim aufsuchten.
Man einigte sich schließlich darauf, dass wohl Balas intensiver Hass auf Magier die Quelle gewesen sein muss. Die Axt ermöglicht es dem Träger, einmal pro Tag den Zauber Magiebannen einzusetzen. Das ist gut, Magiebannen, aber es ist halt eine Axt, ne? Hier rennt niemand mit einer Axt rum. Außerdem, mit jedem Treffer wird Magie fehlwirken für 100 Sekunden auf das Ziel gewirkt. Das ist nice, das ist richtig nice. Dadurch scheitern diese Zauber zu 80%. Das ist halt schon geil, wenn man gegen Magier kämpft, ne? Ich werde mir die aufheben. Vielleicht haben wir ja mal einen Axtkämpfer dabei. So, was haben wir hier? Der Ring des sechsten Sinnes. Nitzufs Labyrinth war ein großes Heckenlabyrinth, das vom Erzmagier Nitzuf zu seiner Belustigung angelegt worden war. Das Labyrinth war mit 100 von magischen Fallen ausgestattet, die zum Großteil ziemlich tödlich waren. Nitzuf setzte eine Belohnung auf jeden tapferen Mann oder jede tapfere Frau aus, die bis zum Zentrum des Labyrinths vordringen konnte. Die Belohnung war hoch genug, um sich damit ein eigenes Königreich zu kaufen. Tausende versuchten ihr Glück und starben, bis das Labyrinth schließlich von einem gewissen Otek Wärm überwunden wurde, der dank des Ringes die Fallen sicher aufspüren konnte. Fallen finden plus 25%. Das ist Lamo, das kriegt natürlich Oshimo, falls er mal doch Probleme haben sollte. Bitteschön. Ja, Oshimo hat es euch richtig gut abbekommen hier, ne? Was die Ringe angehen. So, Leute, das war's für heute wieder. Morgen haben wir ja noch ein Part. Und dann werden wir wohl den Boss hier töten und herausfinden, wie wir wieder raus bzw. zurück nach Adkatla kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann gerade noch ein bisschen Ordnung machen. Genau, das verkaufen wir. Okay, ja, bis zum nächsten Mal. Wenn's hier wieder heißt, Let's Play Baldur's Gate 2. Bis dann.